bin ja draussen ein Velo gesehen. Könnt ihr jetzt echt schnell Test fahren? Aber das ist kleine für dich. Ja, das geht schon. New Bike Day. Hallo, ciao zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir befinden uns heute im Skills Park in Winterthur. Und heute ist eine neue Challenge angesagt. Es geht nämlich um das gute alte Kidsbike. Ich hole es schnell. Hier haben wir das Ganze. Das Stoke Kidsbike. 24 Zoll Räder, Felgenbremse. Wir haben etwa 50 mm Federweg vorne, hinten haben wir gar keinen Federweg. Mega krüppelige Billigpedale drauf. Das Ganze ist ziemlich sketchy, aber es sollte ja die Challenge sein. Und jetzt, wir sind mit dem Kidsbike schon unterwegs gewesen. Zusammen mit dem Rasmus bin ich im Swiss Bike Park gewesen. Ich bin mit dem Yannick schon auf dem Pumpjack sitzen, die rackern und auch schon mit dem Rasmus zusammen. Und folgendes haben wir alles schon geschafft mit dem Velo. Wir haben es auf das Airbag können flippen. Wir haben es aus dem Pumpjack raus können flippen. Und heute habe ich mir gedacht, wieso können wir es denn nicht auch double flippen? Es geht darum, mit diesem kleinen Scheiss-Velo zwei Backflips in einer Flugphase zu machen. Also so bum bum, zweimal rum. Und das Ganze nicht zu landen. Das ist meine Challenge für heute. Ich habe keinen Plan, ob ich es schaffe. Wenn ich es nicht schaffe, mache ich ein paar andere geile Tricks. Ich habe zum Beispiel heute auf dem Dirtbike noch Superman Seat Grabs gelernt. Vielleicht kann ich das auf dem Kidsbike auch. Double Backflip mit einem Dirtbike habe ich schon geschafft. Und jetzt geht es darum, das Ganze auf dem Kidsbike zu machen. Fullface-Helm habe ich dabei. Ohne Fullface-Helm würde ich das selber gar nicht machen. Wir haben jetzt vorhin noch schnell Pause gemacht nach der Dirtbike-Session. Haben ein bisschen etwas gegessen, etwas getrunken. Ich würde sagen, ein paar Testsprünge auf dem Airbag. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so geht. Lukas hinter der Kamera wird mich filmen heute. Da. Was? Sag nochmal. Was willst du sagen? Der Spruch. Was für ein Spruch? Neue Frisur, alter Bart. Oh, Lukas, neue Frisur, alter Bart. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Ich bin schon ziemlich am Zittern. Ich habe fast die SD-Karte nicht in die GoPro reinbekommen. Aber es kommt gut. Wir probieren mal. Bin ich nervöser oder du? Ich habe richtig Lukas, du recht mit Fieber. Vielleicht seht ihr es dann auch. Wir schauen jetzt erstmal, ob es überhaupt so weit kommt. Aber ich würde es schwer hoffen. Mal schauen. Miau. Wuhu. Ist da heim, was? Stoke. Es ist einmal noch ganz geblieben von den Sessions, die wir bis jetzt hatten. Was mich ziemlich erstaunt, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mal ein paar Probensprünge. Ein, zwei Mal über den Mittler drüber, dann mal Flips ziehen und dann schauen wir mal den Grossen an. Gemütlich. Wow. Das wird jetzt meine Challenge, schon hier runter zu leiden. Ja, was denkst du? Wie hat sich der ausgesehen? Ja, wie sieht es aus? Auf dem Grossen. Geht auf dem Grossen? Ja. Ich mache noch einen auf dem Kleinen, weil ich das Gefühl habe, ich bin recht so knapp so reingekommen. Ich will noch schnell ein bisschen Boost aus dem Mittleren. Die Frage von dem Ganzen wird eigentlich nicht sein, ob es möglich ist, einen Double zu machen mit dem Kindervelo, weil ich glaube, das ist möglich. Die Frage ist eher, habe ich genug Speed und genug Höhe? Also, für jetzt war die Höhe riesig schon. Also, du bist höher als mit dem Dirtbike. Ich sage dir, das Stoke ist einfach besser als jedes Dirtbike. Aber ich würde jetzt mal schauen, ob es auf dem Grossen geht. Ja, wir machen noch mal schnell den Klein, weil ich wollte noch schnell. Und dann gehen wir auf den Grossen. Also. Er ist parat. Ja, easy. Okay, die zwei ersten Probesprünge mit dem Stoke sind gemacht. Etwas, was mir gerade aufgefallen ist, hier hinten. Der Bremsklotz da. Die kommen am Rad. Also das Rad hat so ein kleines 8 und es bremst mich ein bisschen. Und vorne eigentlich das gleiche auch ein bisschen. Wegen dem, das macht mich das ein bisschen unsicher. Aber die Flips haben, glaube ich, ziemlich gut ausgesehen. Ich jetzt mal das Replay anschauen. Ich fühle mich ziemlich safe mit dem Velo zu flippen. Ich weiß auch nicht wieso. Und ja, so ein kleines Gefühl, der Double Flip wird gehen, weil es halt mega kompakt ist. Der Rahmen ist mega klein. Die Räder sind mega klein, du kannst mega dran rupfen. Die Frage ist, ob du zweimal rumkommst. Aber ich glaube, das wird schon gehen. Solange ich die Höhe habe, natürlich. Ja, Luca gesagt, es sieht gut aus. Ich bin ziemlich gespannt. Ich muss sagen, ich bin schon echt nervös. Vielleicht aushänke ich die Bremse aushängen.
dass es nicht so schleift. Dafür kann ich halt nicht mehr bremsen. Und ich sage, Lukas ist jetzt schon am Telefon. Wenn er nicht zurückkommt, probieren wir mal über einen grossen Gumpen. Jetzt bin ich schon wieder am Blüten. Immer wenn ich so Verletzungen an den Händen habe oder so, dann reisse ich mir irgendwie immer auf beim Fahren. Und dann blüht es wieder. Ja, nicht so schlimm. Aber alles gut. Ich bin jetzt auch auf dem Pumptrack. Weil Lukas noch ein bisschen am Telefonieren ist. Ich hoffe, ich kann das mal da aufstellen irgendwie. Dass ihr auch noch etwas seht. Mir ist gestorben. Rico ist jetzt fertig mit Telefonieren. Wir gehen jetzt zum grossen Airbag-Sprung. Das ist eben Business-Lücke hier. Ja, was meint ihr? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Also, da ist wieder Business-Lücke, wo immer muss telefonieren. Das Warten, das ist immer ein ewiges Warten auf den lieben Louis da. Bis der da mal da ist aufgelaufen. Ja, dort kommt er. Da ist er. Oh, jetzt kommt er. Oh, Jo! Oder wie fühlt es sich so? Fuck, ich bin höher hoch. Ja, es hat easy gemacht. Schon? Nein! Fuck, jetzt habe ich gehofft, das geht nicht! Easy gemacht! Ah. Scheiße! Locker! Wenn ich noch einen abpedaliere, ja, ich noch mehr. Nein. Was einfach jetzt kann ein paar so kleine Warm-up-Flips, vor allem, als ich den Flip auf dem Dirtbike gemacht habe, habe ich zuerst mal geschaut, dass ich richtig schön so Höhe bekomme beim Flip. Das ist richtig. Ja, so also Höhe hast du genug, glaube ich. Schon. Easy, ja. Jetzt gibt es den ersten Flip im Grossen. Ich erzähle euch jetzt noch eine Geschichte. Eine tragische. Wir sind einmal schwimmen. Letztes Jahr. Und dann ist Louis von einem Hai angegriffen worden. Und ich musste ihn retten. Und jetzt sieht man hier, der Hai hat mich da gebissen. Ja. Dann seht ihr jetzt mal wie. Gut, dass ich zu Louis schaue. Also ich bin genauso nervös wie er, glaube ich. Jetzt, jetzt hat er die Ausrede, es blendet. Ihre Haue. Ja. Yo. Easy, Mann. Scheisse, Mann, es geht's gut, es geht's gut. Oh Mann, ich denke, jetzt hätte ich schon so meine Zweifel, am geht's überhaupt. Ich bin der Hörerspeicherplatz mit unnötigem Scheiß. Schon? Ja. Ja, das ist schon gut. Ich habe vorhin noch die Geschichte erzählt. Oh. Ich habe ja, du musst sie dann hören. Ah, okay. Ich erzählt, oh, was erzählt der Lukas da für Geschichte? Ja, aber die haben uns retten dann. Weißt du, ah, ja, ja, stimmt. Ja. Von den Haien. Genau, ja. Ah, genau, die. Ja, logisch. Die habe ich eben erzählt. Nein, ihr müsst wissen, immer wenn der Lukas und ich Dates hatten, also wenn einer von uns ein Date hatte oder der andere irgendwie noch dabei gewesen, oder hat die auch kennengelernt, die andere, hat er dann der andere dann müssen sagen, so, hey, weisst du noch, den, wo du mich von den Haien gerettet hast, oder den, der den Friedensnobelpreis hast bekommen, weil die armen Kinder in Afrika vom Verhungern hast geschützt. So. Oder so, hey, die Garage hat mir angelegt, du musst endlich die Lambo reinkommen, es geht nur auf den Sack, dass du den die ganze Zeit dort lässt. Nur so, so Sachen, ja. So. Also, aber hey, Pro-Trip, so bekommen wir vor. Fuck, der Flip hat sich viel zu gut angefühlt. Ich glaube, es passiert. Ich schaue mal an, wie es sieht. Machen auch noch einen, zwei, und dann ist der schon Goldtime. Das ist noch lustig, ich kann jetzt sagen, hallo Louis, hallo, ciao. Du hockst jetzt gerade vor dem PC und bist am Schneiden. Und ich schaue dich an und weiss es eigentlich jetzt schon. Ich sehe dich schon, wie du am PC hockst. Und ja. Hallo. Jetzt haben wir es zu. Ja, nicket. Jetzt kommt er. Ja, easy. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir etwas ganz Lustiges. Jetzt gehen wir hier auf WhatsApp. Hallo Louis. Jetzt schicken wir ihm das. Und er ist dort oben. Ja.
Ja, jetzt schaue ich schnell das Flip anschauen. Es fühlt sich eigentlich gut an. Ich glaube, also vorher habe ich schon mal einen Flip angeschaut, den Rest, den ich gemacht habe, auf dem grossen Sprung. Und es fühlt sich ziemlich gut an. Ah, das Herz pümpelt schon ein bisschen. Ziemlich cool nervös. So wie vor meinem ersten Double Flip mit dem Dirtbike. Ich weiß nicht, was wird passieren. Ich weiß nicht, wie ich wieder reagiere. Ich weiß nur, dass es wieder abziehen und durchziehen, weil ich das Gefühl habe, es geht. Ja. Ja, ich probiere noch einfach. Junge. Ich weiß nicht, ob ich noch so eine Handschuhe anlege, weil ich verdammt rutsche. Den hast du? Easy. Nein, geht schon. Das ist easy. Jo! Jo! Oh, GoPro steht nicht oben, ready to go. Jetzt gibt der Erdversuch ein bisschen unter 3. Ja, so scheiße. Und ich bin immer noch hure nervös, weil halt zu wenig dreht. Aber wenn ich dran bleibe, dann kommt's gut. Let's go. Yes, komm jetzt machen. Ah! Geht! Ich glaube, viel schlimmer kann es nicht landen. Okay, es gibt Videoanalyse gemacht. Das Problem ist einfach, dass ich immer, wenn ich unterdrehe, so richtig mit dem Kopf so gegen die Matte bretsche, dann tut es mir so den ganzen Grind durchschütteln. Das ist irgendwie nicht so geil. Jetzt habe ich es zweimal nacheinander gehabt und das war nicht so. Nicht huere cool gewesen. Der erste war irgendwie noch der vielversprechendste von allen. Aber. Ja. Geht ein bisschen mühsam. Ich weiß nicht, was ich anders. Also, mal, ich weiß schon, ich muss etwas kompakter sein auf dem Velo, aber. Ich schaffe es irgendwie nicht, weil die Fliehkräfte ziehen mich dann so raus, dass es fast, ja, ein bisschen unmöglich, also nicht unmöglich wird. Ein Pro könnte das easy, aber... Und wenn du die Bei anziehst. Ja, aber ich kann das irgendwie nicht kontrollieren. Du kannst mal meinen Rücken filmen. Also, mein Rücken brennt wie ein Mohren, aber ich glaube, es ist echt so ein kleiner Fleck. Also, machen wir es so, ich fühle mich irgendwie nicht mehr so motiviert, nach diesem Sturz da weiterzumachen. Ich habe überall Resi-Burn an den Armen und auch am Rücken. Und das Schlimme, nicht mal das Resi-Burn ist schlimmer, sondern echt, dass mir die ganze Zeit in den Kopf auf ein Ding schlägt. Drei gute Tries habe ich probiert. Vielleicht probiere ich sie in Zukunft nochmal oder wenn ich einen grösseren Sprung habe. Weil dort wird es dann easy gehen. Ich glaube, da wird es sicher auch gehen, aber vielleicht probiere ich es anders mal. Ah, leider ist es jetzt nichts mit dieser Challenge. Ich habe es nicht geschafft. Ich fühle mich ziemlich zerstört und mit dem Resi-Burn. Das tut anders brennen. Ich will jetzt auch nicht wie eine Weichheit tun, aber ich lasse es wieder sein und versuche es an einem anderen Tag nochmal. Ich habe das Ganze natürlich am Schluss von unserer Session probiert. Aber das sind alles nur Ausreden. Was machen Sie da? Wie gesagt, leider nichts, aber ich probiere es sicher nochmal. Ich weiß, was wir machen. Gute Idee. Zum 1000 Abonnenten-Special, das ist irgendwie in 140 Abonnenten. Probieren wir es nochmal, geben wir den ganz normalen Versuch hier im Skillspark oder im Swissbikepark, weil es dann schon genug warm ist draussen. Oder? 1000 Abonnenten, Double Flip Challenge wird nochmal probiert und dann hoffen wir, stehen wir den Double Flip natürlich wieder mit dem Kidsbike. Ich habe es gemacht. Du hast es gemacht. Er hat es gemacht. Ja, er hat es gemacht. 2000 Dinge er machen wir. Also, 2000 Abonnenten macht es der Lukas. Von dem dort abonnieren. Und ja, wie gesagt, das war's. Wir gehen jetzt noch weiter auf Bern zum Bounce Lab. Gehen Trampbike springen nochmal mit dem Sandro zusammen, weil der hat diesmal sein Trampbike auch vom Graubünden auf Interlaken gebracht. Und jetzt gehen wir heute Abend zusammen ins Bounce Lab. Das machen wir jetzt gut. Und ja, leider nicht gewesen, anders mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gleich gefallen. Und dann würde ich sagen, bis gleich und bis zum nächsten Video. Adios.